One präsentiert euch das FM4 Frequency Festival 2004. Wer One hat, hat's gut. Es arbeitet mit Psychotherapie. Es arbeitet mit den asiatischen Techniken von Meditation. Und es arbeitet vor allen Dingen mit Lebendigkeit. Es hat die Möglichkeit, uns zu helfen, dass wir aus diesem Ratatata hier oben rauskommen. Vielleicht sollten Sie unter diesem Aspekt den folgenden Film verfolgen. Ab 8! Live! Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, Österreicher und vielleicht auch Süddeutsche nörgeln gerne. Bitte sehr, diese Dosen zum Rauchen. Also wahrscheinlich nicht gerne, aber zumindest notorisch oder zwanghaft. Ich arbeite zum Beispiel nicht gerne im Sommer. Ich arbeite das ganze Jahr über nicht besonders gerne und wäre viel lieber zum Beispiel Lotto-Millionär. Und anstatt mich darüber zu freuen, dass ich im Sommer weniger arbeite als zum Beispiel im Frühjahr, nörgle ich darüber, dass ich überhaupt arbeiten muss. Ich bin ja nur kurz da zum Blumengießen und fahre dann gleich wieder auf Urlaub. Oder das Wetter. Wie oft haben Sie schon gehört, dass Menschen über die brütende Sommerhitze jammern? Heuer war es ja oft kühl und verregnet und was passierte? Gejammer Deluxe. Da lobe ich mir den einen Engländer, der sich am verregneten Glastonbury Festival nicht nur blendend amüsiert hat, sondern am 8. Juli dieses Jahres auch noch einen Brocken Original Glastonbury Match auf eBay versteigert hat und dafür 111 Euro bekommen hat. Positives Denken hat schon was. Eine tragende Rolle hat eBay ja auch schon im Vorfeld des heurigen Glastonbury Festivals eingenommen. Das liegt daran, dass das offizielle Kartenkontingent von bis zu 120.000 Stück ja schon innerhalb von ein paar Minuten verkauft war und die einzige Möglichkeit für Otto Normalverbraucher an Karten zu kommen, war dann eben über eine dieser Versteigerungs-Homepages, nicht? Und ich habe mir da einige dieser Auktionen näher unter die Lupe genommen. Da haben Tickets für nicht weniger als 500 Euro das Stück den Besitzer gewechselt. Das ist interessant. Ich habe Verständnis dafür, dass man gerne redet und nicht damit aufhören will. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber ich mache es auch recht gerne. Allerdings muss ich sagen, dass der Sommer meine Sprechfreude schon sehr hemmt. Also nicht der Sommer selbst, aber die Hitze, die damit einhergeht. Wobei es nicht einmal die Hitze alleine wäre, es ist mehr die schwüle Hitze, die... Also das, was ich auf jeden Fall vom heutigen Glastonbury mitnehmen werde, weil es mir auch jetzt noch in den Ohren schrillt, ist der Auftritt, bitteschön, vom 120-köpfigen Ensemble der English National Opera. Habe ich Ihnen eigentlich schon erzählt? Ich habe ein Cabrio. Ich finde das ganz famos und bin gegen jegliche Argumentation, die auf Vernunft fußt, resistent. Cabrios sind teurer als normale Autos, sie sind unsicherer bei Überschlag und sie haben irgendwie das Flair von Angeberautos. Ich sage dazu nur so viel, ein Auto ohne Dach ist im Sommer einfach ein Auto ohne Dach. Was soll's? Und man kommt um Welten entspannter an, wenn man nicht unter Sauerstoffmangel und Überhitzung leidet. Wenig überraschend eigentlich. Interessanterweise werden viel mehr offene Autos in Ländern verkauft, in denen wenig Sonne scheint, während man im Süden mit einem Cabrio als, sagen wir mal, Vollidiot geht. Wahrscheinlich sind wir in unseren und weiter nördlichen Breitengraden so gierig nach dem bisschen Sonne, dass wir es auch beim Autofahren bis auf den letzten Strahl ausnutzen wollen. Die im Süden denken sich ja eher, warum soll ich mir beim Autofahren auch noch die gleißende Sonne geben, wenn sie mich sowieso den ganzen restlichen Tag nervt. Wenn ich wild bin und Familie habe, fahre ich rein und fertig. Ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, dass viele Nationen ihre mehr oder weniger lustigen Witzchen über die jeweiligen Südstaaten machen? In den USA betrifft das alles südlich von Kentucky. In Österreich sind die Burgenländer und Steirer dran. Und in Deutschland die Österreicher generell. Der Süden bringt auch scheinbar einen eigenen Musikstil mit sich. In Österreich zum Beispiel die EAV und STS und in den USA den Südstaaten-Rock. Kings of Leon, der absolute Wahnsinn. Südstaaten-Rock in Reinkultur, drei Predigersöhne aus Tennessee und ihr Cousin, die Follow Hills, das volle Klischee, Hippie-Bärte, Hippie-Frisuren, Stiefletten, Jeans, immer vor so einem offenen Kornfeld fotografiert und natürlich aufgewachsen on the road. Kings of Leon ist so echt die 1-zu-1-Übersetzung der Südstaaten-Bands Anfang der 70er Jahre in den Staaten. Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers Band, sowie auch in dem Film Almost Famous.
Das ist eigentlich seltsam. Da hat die Menschheit Jahrtausende gebraucht, um sich zum Beispiel die Haare zu schneiden und von der offenen Steppe in Höhlen und von Höhlen in Zelte und Häuser zu ziehen. Und jetzt, wo praktisch kein durchschnittlicher Sozial- und Pensionsversicherter mehr in Höhlen wohnt, wollen die Menschen wieder zurück in die Steppe. Wie kann man das sonst interpretieren? Draußen wütet der Sommer, Gräser verdorren, Wildtiere darben im Trockenen und die Menschen wollen aus ihren klimatisierten Wohnungen hinaus ins Freie. Fußball-Europameisterschaft, Tour de France, Olympische Spiele, Musikfestival. Was bewegt Personen, denen man jederzeit Mündigkeit zusprechen würde? Was bewegt diese Personen dazu, ausgerechnet in der heißesten Jahreszeit des Jahres, zum Beispiel in Griechenland, Massensport zu veranstalten? Ich meine, Griechenland, das ist schon deutlich wärmer temperiert als meinetwegen Norwegen oder Dänemark. Und justament in Athen im Hochsommer laufen, springen, klettern sie und weiß der Teufel was noch alles um die Wette. Gut, dass ich kein Athlet bin, sonst müsste ich da auch noch mitmachen. Es ist schon generell demütigend genug, dass ich im Sommer arbeiten muss. Da brauche ich nicht auch noch eine Olympiade dazu. Und als wenn uns die Geschichte noch etwas sagen wollte. Der berühmte Läufer von Marathon ist nicht an Erschöpfung zusammengebrochen und verstorben, der war ja fit. Der gute Mann ist einem Hitzschlag erlegen. Aber scheinbar ist es doch so, dass die positive Wirkung von Licht und Wärme auf Körper und Geist so groß ist, dass man dafür schon ein bisschen Schweiß in Kauf nimmt. Ein gebräunter Körper ist ja auch nicht das Schlechteste. Übrigens, ein Sonnenstich entsteht durch lang andauernde direkte Sonneneinstrahlung auf den Kopf- und Nackenbereich. Dies führt zu einer Schwellung der Hirnhaut. Der Sonnenstich äußert sich durch Schwindel, Übelkeit und Nackenschmerzen. Ein Hitzekrampf wiederum entsteht durch den Mangel an Flüssigkeit und Mineralstoffen. Zu einem Hitzekollaps kommt es durch Flüssigkeitsverlust ohne entsprechende Zufuhr von Flüssigkeit von außen und damit zu einer Abnahme des extrazellulären Flüssigkeitsvolumens ohne Erhöhung der Körpertemperatur. Auf gut Deutsch, also Sport. Musikfestivals sind ja auch sehr beliebte Treffpunkte für Anhänger von Sonnenstich oder Hitzekollaps. Passenderweise finden sie ja immer im Sommer statt. Keine Ahnung wieso. Musik machen und hören könnte man nämlich eigentlich im Winter auch. Vielleicht ist das so eine Traditionssache, weil Woodstock 69 eben im August stattgefunden hat, finden heute fast alle Festivals im Sommer statt und gelten als Strafkolonie für Sanitäter und Turnusärzte, die Kreislaufkollaps und Alkoholvergiftung im Schlaf behandeln können. Es ist nämlich schon so, dass das anwesende Medizinpersonal nicht so viel Spaß hat, da können zigtausende Besucher noch so ekstatisch vor Freude quieken und die Zeit ihres Lebens haben. Woodstock hat übrigens gar nicht in Woodstock stattgefunden. Im Dorf Woodstock hätte es stattfinden sollen, dort hat sich aber die Bevölkerung dagegen verwehrt und man musste ins lauschige Örtchen White Lake bei Bethel, New York ausweichen. White Lake Festival wäre auch kein wirklich schlechter Name gewesen. Jedenfalls hat es in Woodstock kein Festival gegeben. Bob Dylan, der hat aber dort gewohnt. Nachdem er 1967 einen Motorradunfall gehabt hatte, war er zur Erholung nach Woodstock gezogen und war während des Woodstock Festivals als einziger relevanter Musiker der Epoche wirklich in Woodstock. Allerdings im Keller seines Hauses. Für Menschen, die heutzutage mit dem Festivalzirkus etwas zu tun haben, für die ist das ganz unvorstellbar, was damals 1969 mit Woodstock passiert ist. Heutzutage muss ein Festival mittlerer Größe 11 Monate im Vorhinein geplant werden. Im Falle von Woodstock war noch nicht einmal 2 Monate vor Beginn das Festivalgelände gefunden worden. Eine andere Sache, die ziemlich bemerkenswert erscheint aus heutiger Perspektive, nicht wahr, ist, dass man heutzutage an der Abendkasse für seine Eintrittskarte mehr bezahlen muss als im Vorhinein. Bei Woodstock war das genau anders. Da musste man im Vorhinein 18 Dollar für seine Karte bezahlen. An der Abendkasse hingegen gar nichts. Warum? Weil die Organisatoren vergessen hatten, überhaupt Ticketkassen aufzustellen. Ja, Woodstock, Woodstock, Woodstock. Ich war bei Sonnen- und Hitzebeschwerden. Beim Hitzschlag schlussendlich steigt die Körpertemperatur über 40 Grad an. Diese akute Überhitzung des Körpers führt zu einer Hirnschwellung. Die Symptome sind hohes Fieber, Krämpfe, fehlende Schweißabsonderung und Bewusstseinseintrübung. Ursache ist eine körperliche Überanstrengung bei feuchter Hitze oder der Aufenthalt in überhitzten geschlossenen Räumen. Da haben wir es wieder. Ich bin im Prinzip im Büro genauso gefährdet wie der antike Marathonläufer. Und trotzdem, der Wahnsinn lebt. Fußball-Europameisterschaft in Portugal und Tour de France in Frankreich, richtig. Und das alles im Hochsommer. Apropos Tour de France. Ich kann ja verstehen, dass die Tour de France eine feine Geschichte ist. Schaue ich mir selbst gerne an. Es ist auch kein Problem, dass der Sieger dieser Veranstaltung, so wie in der Formel 1 mit Michael Schumacher, seit mehr oder weniger 6 Jahren mit Lance Armstrong feststeht. Schließlich werden ja nach dem Gelben auch noch andere Trikots vergeben. Zum Beispiel das gepunktete Trikot des Führenden der Bergwertung, das grüne Trikot für den Führenden in der Sprintwertung, das weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers, das ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Aber was höchst seltsam ist, dass ein Rennfahrer mit der invertierten Rückennummer an den Start geht, als kämpferischster Fahrer der letzten Etappe. Was soll denn das heißen, dass man einen Wahnsinnigen ehrt, der sich beim letzten Mal alleine durch die Berge gequält hat und dann vom Feld, wie sagt man so schön, geschluckt wurde und noch fertiger ist als alle anderen? Aber dabei sein ist anscheinend alles, vor allem im Sommer. Ah!
1950 zum Beispiel gab der Algerier Abdelkader Zaaf unter interessanten Umständen auf. An einem Tag war es nämlich so brutal heiß, dass viele andere Mitfahrer sich eine kleine Pause zum Baden im Meer gönnten. Diese Pause nutzten dann einige Nordafrikaner, die mit der Hitze besser zurechtkamen. Bei einem Ausreißversuch wollte Zaaf unter keinen Umständen anhalten, um Wasser zu trinken und griff sich stattdessen im Vorbeifahren zwei Weißweinflaschen vom Tisch eines Restaurants. Nachdem er sich, wie soll man sagen, gestärkt hatte, musste er leider doch eine kleine Pause einlegen, weil seine Fahrtüchtigkeit natürlich etwas litt. Nachdem er aus dem Alkoholschlaf aufgewacht war, stieg er wieder aufs Rad und fuhr weiter in die falsche Richtung. Ein Musterbeispiel zum Thema Unterschätzung von Hitze und Alkohol. Zwei Begriffe, die untrennbar mit dem Thema Festival verbunden sind. Zumindest habe ich noch nie von einem Festival gehört, das man assoziiert mit Kälte und Cola oder Fanta. Grüß Gott. Grüße. Die Fantastischen Vier waren ja meiner Meinung nach nie etwas anderes als eine Popband, wollten auch nie etwas anderes sein. Was sie produziert haben, war immer unterhaltsam und kraftvoll und spaßig. Von der Fernsehsendung Die vierte Dimension bis hin zu Lauschgift, ihrem einzigen Album, das bleiben wird. Meiner Meinung nach sind sie einzuordnen durchaus unter jene Bands, die es geschafft haben, mit der deutschen Sprache so einen besseren Umgang zu finden, mit dieser vermeintlichen Unsprache, wie es zum Beispiel auch Blumfeld gemacht haben oder Element of Crime. Warum sie dann angefangen haben, die Tatsache oder die vermeintliche Tatsache, dass sie die ersten, größten, bedeutendsten und wichtigsten deutschen Hip-Hopper sind, ins Zentrum ihres Schaffens zu stellen, ist mir unklar. Stimmt nicht, interessiert keinen, ist vollkommen irrelevant, ob man das ist. Hängt womöglich mit Bauernhof-Experimenten und Rennautos zusammen. Fantastischen Vier sind eine Popband, die in Höhlen spielt. Das können sie ganz gut und das ist ja auch okay so. Worauf man sich auf jeden Fall freuen kann beim FM4 Frequency Festival, ist großes Kino unter freiem Himmel. Wiederschauen. Kino unter freiem Himmel, das klingt wie, weiß ich nicht, Skifahren in der Halle. Naja, das kann ich noch einigermaßen verstehen. Aber wer oder was reitet die Hunderttausenden von Menschen, die Geld dafür bezahlen, wahlweise in glühender Hitze, prasselndem Regen, Schlamm oder Urin zu stehen, um Musik zu hören oder je nach Distanz zur Bühne eine Ahnung von Musik durch den Wind zu vernehmen, denn der Sound ist im Allgemeinen ja nicht ganz so gut wie auf CD, und Apothekerpreise für warmes Bier und kalte Würstchen zu bezahlen? Ich spreche jetzt gerade wieder von Musikfestivals, vielleicht haben Sie es mitbekommen, und vermag es nicht genau zu sagen, was die Attraktivität von Festivals im Detail ausmacht. Ich gehe oft selber hin, aber ich gelte gemeinhin nicht als Masochist und bis auf harmlose Fesselspiele bin ich eher konservativ. Ich verstehe also definitiv nicht, was mich zu Festivals treibt. Und das Absurde: ich liebe es, es macht mir Spaß und ich freue mich auf den Tag, an dem ich meine Enkel im Rollstuhl auf ein Musikfestival schieben werden. Ich werde ihnen erzählen, dass früher alles besser und lauter war und sie werden mir gebannt zuhören müssen. Vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass die Hitze das Denkvermögen einschränkt. Ich war ja sogar schon mal in Glastonbury, aber es war derart nervig, nass und gatschig, dass ich praktisch die ganze Zeit mit Essen und Trinken verbracht habe. Vor der Bühne waren so viele Menschen, dass man ohnehin nichts von der Musik mitbekommen hätte. Mitteleuropäer überkommt zumeist im Sommer eine Art Wahn, wenn die Temperaturen so hoch sind, dass wir uns anscheinend auf unsere Urinstinkte besinnen und dann glauben, dass wir alle unter freiem Himmel musizieren müssen. Schließlich sind wir ja doch alle Wirtschaftsflüchtlinge und sind irgendwann mal aus dem Grenzgebiet von Tansania und Kenia eingewandert. Auch wenn uns damals noch niemand die Einreise verweigert hat. Wieso unsere Vorfahren allerdings den Norden bevölkert haben, das verschließt sich meinem Verständnis. Ich meine, man muss sich das doch so vorstellen. Eine Sippe entschließt sich auszuwandern. Sie wandern und wandern von Osten nach Westen und dann gehen sie auch Richtung Norden und geraten in einen Schneesturm. Hat dann niemand gesagt, Moment, jetzt wird's langsam kalt, lass uns doch lieber umdrehen und gen Süden ziehen. Vielleicht war das auch sowas wie eine frühe Form von Gruppenzwang und wer nicht nach Norden mitgezogen ist, der galt als feig. Anders kann man das nicht verstehen. Das wäre, als hätte man die Wahl zwischen Italien und Finnland und man entscheidet sich, nach Finnland zu gehen. Die Ureinwohner von Finnland heißen übrigens Samen. Samen, wie deutsch für Seed. Seed steht jetzt auf meinem Teleprompter und ich werde Ihnen jetzt einen Text vortragen, den ich selber geschrieben habe, nämlich warum ich mich auf Seed freue. Und zwar Seed, einerseits aus Berlin, und das ist wunderbar, weil momentan würde ich nichts lieber als in Berlin sein. Und andererseits Seed halt mit diesen seltsamen, gleichgeschalteten Maskotten im Video. Und außerdem habe ich sie ja letztes Jahr gesehen beim Frequency und da bin ich bekehrt worden und habe getanzt. Und doch meine Arme signifikant höher als in ihrer natürlichen hängenden Position, wie sie jetzt sind, gehoben.
Unglaublich. Wussten Sie übrigens, dass der Homo sapiens und dieser Spezies gehören auch Sie, liebe Fernsehzuseher, an, über weniger Gehirnvolumen verfügt als der Neandertaler? Anscheinend haben wir, die Dümmeren, die Schlaueren verdrängt. Naja, ist ja auch niemand mehr da, um sich zu beschweren. Aber stellen Sie sich mal die UNO-Vollversammlung vor, falls doch noch Neandertaler auftauchen sollten und die Menschheit auf Schadensersatz für den Tod von ungefähr 1,9 Millionen Neandertalern verklagen würden. Mit den Zinsen gäbe das eine ziemlich fette Restitutionszahlung. Dass die Neandertaler und die Grünauer unter freiem Himmel musiziert haben, das war vermutlich einfach in Ermangelung von Konzertsälen nicht anders möglich. Als erstes Freiluftfestival der Neuzeit, wenn man so will, gilt hingegen das FM4 Monterey Festival. Monterey, wie ja wohl heute den meisten Menschen und eigentlich auch mir so als Sprungbrett für die Karriere von Jimi Hendrix in Erinnerung bleiben, was dieser Mensch da mit seiner Gitarre aufführte. Man muss ja festhalten, er ist Linkshänder, beziehungsweise er war natürlich Linkshänder und er spielte dennoch eine rechtshändige Fender Stratocaster, die allerdings umgebaut war und die er sich verkehrt rum umgeschmissen hatte. Und dann zum Schluss natürlich die Krönung, wie er während seines letzten Stücks, ich glaube es war Wild Thing, da setzte er seine Gitarre tatsächlich in Flammen. Sowas war noch nie da gewesen und dann tanzte er um diese Flammen herum. Naja, das sehe ich aber dann doch deutlich anders. Ich bin nämlich mitnichten der Ansicht, dass ein guter Gitarrist in erster Linie Feuer machen können muss. Ich meine sogar, dass es die Töne sind, die ein Gitarrist nicht spielt, die seine Qualität ausmachen. Man kann wahrscheinlich einem Affen beibringen, Gitarrenakkorde zu spielen, aber was man nicht kann, ist ihm Geschmack beizubringen. Und den hat zum Beispiel Johnny Marr, ex-Smith, ex-Electronic und jetzt Solo. Wenn er damit aufhört, dann könnte man sagen Johnny Marr ex Solo. Eher eine ungewöhnliche Formulierung. Egal, Johnny Marr gilt nicht als technisches Wunderkind und hat in seinem bisherigen Schaffen wenige bis gar keine Gitarren angezündet, aber die wenigen reduzierten Töne, die er dann und wann abgesondert hat, machen ihn zumindest für mich zum besten Gitarristen, den es jemals gab. Oder den es zumindest bis jetzt gibt. Ich weiß ja nicht, wer in den letzten 20 Minuten auf der Welt Gitarre spielen gelernt hat. In Johnny Marrs Band hat bis vor kurzem Zach Starkey, der Sohn von Ringo Starr, Schlagzeug gespielt. Zach Starkey gilt als wesentlich besserer Schlagzeuger als sein Vater. Trotzdem hat der Vater bei den Beatles gespielt, während es der Sohn in weiterer Folge nur bis zu Oasis gebracht hat. Das ist schon ziemlich ungerecht, fast demütigend, wenn das Kind begabter, aber trotzdem der Vater oder die Mutter bekannter ist. Oder eben der Fan besser Gitarre spielt als der Star. Volume. So, meine lieben Indie-Pumuckl-Freunde, wer noch einmal die Worte der Darkness in Zusammenhang mit metrosexuell oder Königspudel oder sowas verwendet, für den habe ich mir eine kleine Bestrafung ausgedacht, gell? Der sollte mal 4 Runden im Catsuit durchs Flex laufen. Weil The Darkness sind nämlich super ordentlich dünn und das ist für einen Rockstar das Wichtigste. Sie benehmen sich auch wie Rockstars, ergo sie sind Rockstars und außerdem berufen sie sich ästhetisch und musikalisch auf Queen. Und weil Queen ordentlich spitze sind, müssen The Darkness auch ordentlich spitze sein, weil I believe in a thing called Volksschullogik. Gebt uns mehr Krautfleisch-Metal, Computerspielen sollen andere. Oder war das auch ironisch? Double Satan, Alter. Wobei ich jetzt schon festhalten möchte, dass ich an Computerspielen nichts Anstößiges finde und ohnehin der Meinung bin, dass es die Menschen einen Dreck angeht, was ironisch gemeint ist und was nicht. Oder fragen Sie in einem Restaurant, wenn Ihnen das Essen geschmeckt hat, in der Küche nach, ob der Koch das Schnitzel ironisch oder ernst gemeint hat. Eben. Und selbst wenn es nur ironisch gemeint war, es kann Ihnen doch völlig egal sein. Das Wort Ironie kommt vom griechischen Ironia, was Vorstellung heißt und ist eine Äußerung, die oft, aber nicht zwingend, das Gegenteil des Gesagten meint, die mit scheinbarer Ernsthaftigkeit den gegnerischen Standpunkt ins Widersprüchliche zieht. Im Gegensatz zum Humor ist Ironie eher kritisch und nicht um Zustimmung bemüht.
Also kann Kunst im Allgemeinen und Musik im Speziellen durchaus ironisch gemeint sein, ohne dabei unehrenhaft zu sein. Kritisch und nicht um Zustimmung bemüht zu sein, sind nämlich schon Werte, die ich nicht für die schlechtesten halte. Sokrates lehrte Ironie als Mittel zur Entlarvung vermeintlichen oder anmaßenden Wissens, jedoch nicht mit dem Ziel des Lächerlichmachens. Der Dialogpartner wurde vielmehr durch das scheinbare selbstständige Auffinden eigener Widersprüchlichkeiten in die Lage gebracht, diese zu durchschauen. Oder, um meine Belehrung kurz abzurunden, ein Zitat von Karl-Heinz Deschner, dem im deutschen Duden meist zitierten lebenden deutschen Autor: Ironie ist die unglückliche Liebe zum Leben, der Versuch des Kopfes, sich des Herzens zu erwehren. Die Ärzte mag man an und für sich doch nur bis zum 18. Lebensjahr, so heißt's. Bei mir ist das anders, ich mag die Ärzte immer noch. Und zwar deshalb, weil die Ärzte in den über 20 Jahren, in denen es die Band gibt, ja noch keine einzige wirklich schlechte Platte aufgenommen haben. Und das ist ja eine ziemliche Leistung. Außerdem haben die Ärzte ja auch den entspanntesten Umgang mit ihrem Geld und ihrer Berühmtheit. Die machen dann einfach so wahnsinnige Sachen wie einen Underground-Comic-Verlag gründen oder Solo-Platten oder eine 600 Seiten starke Bandbiografie rausgeben zu lassen von einem Fan. Ja, und dann gibt es natürlich den Ärztehumor, der auch sehr interessant ist. Ich sage nur, ich esse Blumen oder Paul heißt er, der Bademeister. Großartiger Reim. Und dann gibt es auch zum Beispiel dieses unglaubliche Video zum Rock'n'Roll-Übermensch, wo Billa B. immer größer wird im Möbelhaus. Wunderbar. Und ich kann nur raten, diesen ganzen neueren deutschen Bausparer-Bands à la Virginia sind jetzt die Helden der Sportfreunde oder wie die heißen, sich ein bisschen was mitzunehmen von diesem Wahnsinn der Ärzte aus Berlin. Schlagzeug. Ich bin immer wieder froh, wenn andere Menschen mit klugen Worten das formulieren, was ich mir denke und fühle, aber nie auf die Idee gekommen wäre, es so zu sagen. Bei mir hätte das nämlich so geklungen. Die Ärzte mag ich, weil sie manchmal ironisch und manchmal nur blöd sind. Warum, weiß ich nicht genau, aber ich mag die Ärzte eben. Erfolgreiche Ärzte sind übrigens auch Sir Arthur Conan Doyle, Anton Tschechow, Friedrich Schiller und Che Guevara. Vera Russwurm hat auch Medizin studiert, ich weiß aber nicht genau, ob die wirklich gut zu Friedrich Schiller oder Che Guevara passen würde. Bei Altamont hat man dann sprichwörtlich den Bock zum Gärtner gemacht. Also ich kann mich erinnern, ich bin damals so zum Mittag reingekommen mit einigen meiner Freunden aus San Francisco und die hatten halt ihre mehr oder minder legalen Rauchwaren mit sich und diese Hells Angels Securities, die da postiert waren, die haben die ihnen alle weggenommen und anstatt sie zu vernichten, haben sie sie selbst konsumiert. Sonny Barger, der mittlerweile wohl legendärste Hells Angel, war in Altamont mit seiner ersten Frau Sharon dabei und gilt als Godfather der Biker. 1955 noch, als 16-Jähriger hat er seine Geburtsurkunde gefälscht, um der US Army beitreten zu können. Das spricht nicht unbedingt für ihn, das kommt mir so vor, als würde jemand seine Steuererklärung fälschen, damit er mehr zahlen kann. Aber bitte, das muss ich auch nicht verstehen, ich war schließlich Zivildiener. Vielleicht haben Sie auch von der Untersuchung gehört, die besagt, dass man auf Sonne süchtig werden kann. Funktioniert im Prinzip genauso wie die Sucht nach Tabak und Alkohol. Und trotzdem rennen alle ins Freie und werden aktiv. Das kann doch nicht gesund sein. Sogar Tiere legen sich in den Schatten und geben Ruhe. Nur Menschen kapieren das scheinbar nicht und machen auch noch einen riesen Kult um die Sonne. Apropos Himmelskörper, nochmal zurück zu diesem Kino unter Sternen. Wer ist bitteschön auf diese Idee gekommen? Wenn ich ins Kino gehe, will ich keine Sterne sehen und wenn ich Sterne schauen gehe, dann will ich keine Filme sehen. Popcorn kann man meinetwegen in beiden Fällen essen und Sportgummis, ja, die mag ich auch. Die Sterne am Himmel leuchten noch nicht, aber die Sterne aus Hamburg leuchten seit über 10 Jahren. Sie dienen einem zur Navigation und auch zur Standortbestimmung, denn die Songs lassen sich hervorragend auf einen selbst anwenden. Und so kann man immer wieder Gedanken und Sichtweisen vergleichen. Das sorgt immer wieder auch für schöne und, sagen wir, identitätsstiftende Momente. Wie ein Freund halt, den man hin und wieder trifft und sich freut, dass es ihm gut geht, dass er immer noch auf der richtigen Seite steht und weitermacht. Gerade mit dem Weitermachen beschäftigt sich das neue Album von den Sternen. Es heißt, der Weltraum ist zu weit und der Rest ist schon verteilt. Und so wird man auch beim diesjährigen FM4 Frequency Festival wiederum die Sterne quasi treffen können und sich überzeugen können, dass es ihnen gut geht. Und das wird spitze. Danke. Aus. In diesem Sinn.
In jedem Fall ist Die Sterne aber ein guter Bandname und man braucht sich nicht lange Gedanken darüber zu machen, was der Bandname jetzt wohl heißen mag. Sterne sind eben Sterne, bestenfalls Stars, aber die sind ja auch wieder Sterne. Andere Bandnamen sind da viel komplizierter. Blink 182, ursprünglich ja nur Blink. 182, genauso oft sagt übrigens Al Pacino in Scarface Fuck. Breeders, eigentlich homosexuellen Slang für Heterosexuelle. The Clash, nach der Zeitungsschlagzeile A Clash with Police. Creed, der Name der Familie in Stephen Kings Pet Cemetery. Echo and the Bunnymen. Echo war der Name des ersten Drumcomputers und Bunnymen, naja, keine Ahnung. Depeche Mode, französisches Modemagazin. KMFDM heißt kein Mitleid für die Mehrheit oder Kill Motherfucking Depeche Mode, je nachdem. Monster Magnet, benannt nach dem ersten Frank Zappa-Song The Return of the Son of Monster Magnet. Prodigy, Liam Howlett's erster Synthesizer. Radiohead, nach dem gleichnamigen Talking Heads-Song. Ramones, Paul Ramone war ursprünglich Paul McCartneys Künstlername. Throbbing Gristle, Slang für Erektion und so weiter und so fort. Man muss ja nicht für alles einen Namen haben. One präsentiert euch das FM4 Frequency Festival 2004. The One hat